von der CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Aktuelle Stunde zum LTE-Ausbau gibt uns Gelegenheit zu analysieren, wo stehen wir derzeit beim Mobilfunkausbau, wo wollen wir hin und wie können wir diese Ziele erreichen. Und zum Punkt 1, wo stehen wir beim Ausbau? Ja, wenn wir uns selbst die Frage stellen, ob wir mit dem Mobilfunknetz in Deutschland zufrieden sind, dann würde wahrscheinlich jeder von sich selbst antworten, ich persönlich bin nicht zufrieden. Denn allzu oft werden wir in Gesprächen aus dem Netz geworfen, allzu oft gelingt es uns nicht, je nachdem, wo wir uns befinden, die Internetseiten zu öffnen. Und das sind oft banale Internetseiten, da reden wir noch gar nicht über Streaming. Und dann auch in meinem Wahlkreis gibt es Dörfer, wo ich noch nicht einmal telefonieren kann. Das ist nicht befriedigend. Ja, das ist in Teilen auch ein Skandal. Und die Frage, die ja uns, der Politik und auch den Mobilfunkunternehmern gestellt wird, ist, ja, was tut ihr denn eigentlich dagegen? Und da kann ich sagen, wir tun einiges. Man muss aber auch sagen, dass die Erwartung, der Bedarf der Bevölkerung auch in den letzten Jahren massiv gestiegen ist. Und nicht jede Studie kommt zu dem gleichen Ergebnis wie die Studie, die Sie heute zum Anlass der Aktuellen Stunde nehmen. Wir haben auch bei Studien der Europäischen Kommission steht Deutschland im europäischen Vergleich gar nicht schlecht da. Aber ich will gar nicht auf Studien referieren, sondern will die Situation so nehmen, wie sie ist. Und ich denke, die Analyse haben wir ja gemacht. Wir sind derzeit noch nicht zufrieden. Was haben wir getan? Bei der Frequenzversteigerung von 2015 und 2010 wurde den Mobilfunkunternehmen klare Auflagen gemacht. Die letzten Auflagen sahen vor, dass 97% der Haushalte pro Bundesland, 98% der Haushalte bundesweit, dass die ICE-Strecken und auch die Bundesautobahnen mit LTE ausgebaut werden müssen. Und dieser Ausbau läuft. Und dabei muss man wissen, dass ja auch die Frequenzen, die vom Rundfunk gebraucht wurden, nach und nach geräumt werden müssen. Und an der Stelle sage ich ganz klar, wir erwarten, dass die Mobilfunkunternehmen hier ihrer Verantwortung gerecht werden und wir werden künftig auch noch genauer hinschauen. Und dabei können alle mithelfen. Wir haben im Koalitionsvertrag vereinbart, dass die Bundesnetzagentur künftig nicht nur mehr eigene Kontrollen machen muss, sondern dass auch eine App zur Verfügung gestellt wird, in der wir alle, in der die Bürgerinnen und Bürger ihre Funklöcher melden können. Damit wird ganz transparent, wo es noch Ausbaubedarf gibt. Damit kann auch Druck erzeugt werden gegenüber den Mobilfunkbetreibern. Und das ist eine gute Grundlage für die weitere flächendeckende Versorgung. Und ich sage ganz klar, die flächendeckende Versorgung ist unser Ziel. Wir wollen uns im Jahr 2018 fortfolgende nicht damit begnügen, dass es Funklöcher gibt. Wir wollen die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse. Und dann muss es egal sein, ob die Topografie gut oder schlecht, ob die Gegend dünn oder schlecht besiedelt ist. Wir wollen eine flächendeckende Versorgung mit Mobilfunk für unsere Bürger, und zwar für alle Bürger. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, wir wissen, dass die Bedarfe zunehmen. Wir reden heute sehr oft über 5G. Wir wissen teilweise noch nicht genau, wo die Anwendungsbereiche von 5G liegen werden. Deshalb macht das die Debatte etwas schwierig. Aber unser Ziel ist es, dass wir auch den nächsten Mobilfunkstandort flächendeckend in ganz Deutschland anbieten. Und da kann ich nur sagen an die Kolleginnen und Kollegen der Fraktionen, die sich heute hier hinstellen und sich beschweren, dass das alles zu langsam vorangeht. Sie alle, jede der einzelnen Fraktionen, sitzt, die Grünen, die FDP, die Linke und die SPD, sitzt wie wir auch in den Ländern in Regierungen. Und all diese Länder sind genau wie wir beteiligt im Beirat der Bundesnetzagentur und können mit Einfluss darauf nehmen, wie eine Ausschreibung aussehen wird. Da sind auch Sie gefordert, sich einzusetzen für den ländlichen Raum. Sie sind gefordert, mit das Konstrukt zu entwerfen, was dazu beitragen wird, dass die Versteigerung der nächsten Frequenzen zu einem flächendeckenden Ausbau führt. Und da kann ich nur sagen, also da nehme ich die Unionsfraktion als wesentlich intensiver war bei der Diskussion, ob wir mit der Versteigerung der 5G-Frequenzen tatsächlich eine Flächendeckung erreichen werden, auch in den ländlichen Räumen. Da kann ich nur noch mal sagen, da sind alle eingeladen, mitzumachen, dass wir jetzt die Architektur entwerfen, die in den nächsten Jahren dazu führt, dass wir 5G flächendeckend haben. Und dann die Interesse der Grünen will ich dann schon auch noch sagen, dass es
schon auch sehr oft vor Ort die Grünen sind und ihre Anhänger, die, wenn es darum geht, dass ein neuer Mobilfunkmast aufgestellt werden soll, die Ersten sind, die dagegen protestieren. Ja, sie können sich hier beschweren über eine mangelnde Versorgung, aber da muss man schon auch zu ehrlich sein. Das gilt ja auch für die Energienetze, wo sie auch die Ersten sind, die immer protestieren. Man kann sich nicht nur hier über eine mangelnde Versorgung hinstellen, man muss dann auch mit dafür helfen, dass der Ausbau getätigt werden kann. Und an der AfD, und das sind dann die letzten, die ich adressieren will, sie machen sich ja ganz einfach. Weil, ja, sie waren bisher, sie sind noch nicht an der Regierung beteiligt und ich hoffe auch, dass das so bleibt. Und dann kann man sich hier schön hinstellen und alles kritisieren. Nur schön wäre es dann schon, wenn sie wenigstens einen Vorschlag machen werden, wie sie das denn gerne erreichen wollen. Das konkreteste Zitat, ich habe es mir aufgeschrieben, war: Wir wollen stark beginnen beim 5G-Aufbau. Das war das konkreteste, was sie gesagt haben. Da erwarte ich mir dann doch noch ein bisschen mehr Detailtiefe in Zukunft. Und dann werden wir es schaffen, alle gemeinsam, Politik, Regulierungsbehörde und auch die Mobilfunkbetreiber gemeinsam, dass wir den LTE-Ausbau weiter vorantreiben und auch die nächste Mobilfunkgeneration 5G schnell flächendeckend ausrollen. Das ist eine große Aufgabe, die wir haben. Die Menschen erwarten das von uns und das sollten wir gemeinsam angehen. Der nächste Redner ist für die SPD-Fraktion der Kollege Falko Moos.